Ja, wenn man denkt, man macht ja Sonntag nichts. Ich gucke mal hier vorne. Ich habe sie auf Backpapier abgelegt und wie man sieht, auch vom Backpapier lassen sie sich wunderbar lösen. Ja, ich kann hier anfassen und die lassen sich alle wunderbar lösen. Die hier hinten habe ich jetzt schon vorbereitet, weil das, was drunter läuft, muss natürlich auch ab. Gestern habe ich schon ganz viele mit Frauchen zusammen gemacht. Die Ränder lassen sich wunderbar mit Cutter nur entfernen. Die beste Zeit bei 3DB20 sind, was haben wir gestern festgestellt, zwischen 8 und 9 Stunden. Da ist es noch richtig schön weich. Bei dem hier sind es jetzt gute 12 Stunden, denn das hatte ich gestern Nachmittag ja mit Vakuum versiegelt bei dem Holz. Und das sind jetzt gute 12 Stunden her. Und trotzdem lässt es sich mit Cutter noch schneiden. Ein bisschen schwerer. Und man muss aufpassen, damit man sich nicht in den Finger schneidet. Aber das geht. Weil ich hatte ja gestern schon gezeigt, damit ein jetzt nochmal nachversiegelt werden muss, wo es noch zu weit eingezogen ist. Und dazu nehme ich jetzt natürlich die überstehenden Ränder erstmal alle ab. Weil das hinterher abzukriegen, das wird dann noch schwerer, wenn das ausgehärtet ist. Und sieht ja dann auch nicht schön aus. Deswegen kommt das jetzt ab. Ja, das sieht oberflächlich eigentlich Nee. relativ gut aus, aber hier muss noch auf jeden Da. Fall was lang. Man sieht hier Hier noch hinten. viele Enden. Aber die Unterseite braucht auch auf jeden Fall noch was. Also, das muss alles noch einmal wenigstens versiegelt werden, Bei dem, bevor das da sieht man das ganz extrem. richtig eingegossen werden kann. Ja, da sind einige bei. Der hier ist auch sehr dolle noch, wo noch trocken ist jetzt an der Oberfläche, also matt. Das muss auf jeden Fall noch. Hier sieht man besonders gut. Man sieht ja hier auch, hier waren die Holzwürmchen bei. Und da ist das Holz natürlich dann wie ein Schwamm. Das saugt da auch richtig dolle auf. Aber wie man sieht, ich hatte euch das ja hier, das klebt noch feste. Das lässt sich aber vom Backpapier ganz leicht lösen. Also wenn ihr Backpapier mal als Unterlage nehmen wollt, spricht nichts dagegen. So, ich werde mal jetzt weitermachen, wenn noch Sonntag ist, weil ich muss heute noch mal versiegeln. Und das ist dann so, wie ich euch ja gestern schon in dem Kurzvideo gezeigt habe, wie es aussehen muss. Es muss also oberflächlich fast so wie das, wo es hier glänzen tut. Hier hinten muss auf jeden Fall noch was lang. So schön sollte das nachher überall aussehen. Und dann kommen auch keine Luftblasen mehr ins Harz, wenn es so schön versiegelt ist.